Ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play Rusty Lake Roots. Zuvor waren wir in diesem lieblichen Hotel hier hinten und ich werde es sehr vermissen, mit Mr. Crow zusammenzuarbeiten. Es war eine gute Zeit. Damit ihr noch in dieser ganzen Rusty Lake Geschichte drin seid, bringe ich Rusty Lake Roots ziemlich direkt nach Rusty Lake Hotel. Und ich hoffe, euch wird dieses schnucklige Let's Play genauso gut gefallen. Ja, ich würde mal sagen, starten wir das gute Stück. Rusty Lake, Spring, 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. Okay, hier haben wir unseren Hauptcharakter, James, durchziehen oder... Okay, ich würde sagen, ich werde sehr wahrscheinlich weiterhin mit diesen Pfeilen machen. Und anders als im Hotel können wir uns jetzt hier freier bewegen. Hallo, James. Oh, guck mal, hier wird alles auch auf Deutsch erklärt. Besser für mich. Na, James, was hast du zu erzählen? Er denkt an den Brief. Na, was steht da? Lies das vor. Ah. Oh mein Gott, für die deutsche Übersetzung muss ich draufdrücken. Perfekt. Lieber James, leider ist dein Onkel verstorben. Er hat dir sein Haus und ein besonderes Samenkorn hinterlassen. Was für ein Geschenk. Also das Haus ist der Hammer, aber ein Samenkorn, sehr schön. Pflanze den Samen und gründe deine eigene Familie. Und hier steht 572. Okay. Jetzt denkt er bestimmt an den Samen, ja. Hallo, Hundi. Hüpf. Er guckt mich so traurig an. Dieser traurige Blick. Ah, ich hoffe, wir kriegen wieder ein Messer. Eine Gießkanne, hey. Sag mal, James, was hast du hier in deinem Koffer? Okay, er hatte dann 572. Warum mache ich so rum? So wäre es viel schlauer, ja. Oh, da haben wir das Zeichen. Ein Knochen und... den Samen, hey! Sonst hier irgendwas im Koffer? Nicht wirklich. Mir gefällt es, dass hier eine Krähe so das Familienlogo ist, oder was das darstellen soll. Sollen wir hier was runterlassen? Oh, das war gutes Ploppen. Füllen wir es mal mit Wasser. Ja, aller Anfang ist leicht in Spielen. Nicht wie das Sprichwort sagt, schwer. Hier gibt es natürlich wieder sehr viel zu tun. Oh, Hundi. Ja, vergrab mal deinen Knochen. Mach das mal. Ja, und jetzt? Ah! Ah, ja, okay. Hm. Hey! Und der Baum wächst. Oh, James, mein Guter, der ist stolz, der Mann. So sieht ein stolzes Gesicht aus. Und wir haben das erste Level geschafft. Ja, im Prinzip geht es hier darum, dass wir die Familiengeschichte von der Familie Vanderboom erleben. Ja, und James, das ist jetzt hier mal unser Erster. Und ihr habt gesehen... das Haus ist ganz in der Nähe vom Hotel. Vielleicht werden wir die ein oder andere Parallele oder Geschichte noch aufdecken. Frühling 1860. Das Haus. Teilnehmer James. Okay. Immer Frühling 1860. Manche Objekte kann man ziehen. Hey James, kommst du dran? Los, reck dich, mein Guter. Okay, der arme Mann. So, warum stellt er sich nicht drauf? Ja. Aber vorher will ich mir mal die Pötte angucken. Wir haben Diamanten. Und was haben wir hier? Ein Wurm. Mit dem Wurm können wir sehr viel anfangen. Baum. Reißen wir erstmal einen Zweig ab. Bevor er richtig wachsen kann, reißen wir einen Zweig ab. Ja, und setze mich hier mal einen Diamanten ein.
Es ist interessant. Wer braucht heutzutage noch einen Schlüssel, wenn man einen Diamanten hat? Oh. Mr. Crow! Ich habe mich gerade nicht erschreckt. Mr. Crow ist in dem Haus. Mr. Crow, ich muss diese Scheibe einschlagen. Mr. Crow ist überhaupt nicht bedenklich. Das ist 1860. Das heißt, 33 Jahre vor Hotel und Mr. Crow lebte schon damals. Wir sehen alten Bekannten wieder. Mein Herz, es blüht auf. Mr. Crow, kommen Sie wieder! Mr. Crow, kann ich ihn mit einem Wurm füttern? Mr. Crow, mögen Sie Würmer? Sieht nicht so aus. Hey, wir haben einen zweiten Diamanten. Okay. Die Frage ist, was machen wir mit dem Wurm? Also, dass er das hier haben möchte, ist ja klar. Soll da ein Wurm rein? Vielleicht ist er ja ein kleiner Piepmatzer. Oh mein Gott. Nein! Okay, James. James, mein Guter. Setz dich aufs Ei und wärme es. Ja, wir schlagen es auf. Oh, ein kleiner Piepmatz. Der kriegt den Wurm. Wurm? Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Oh, er wurde runtergeschluckt. Und der Vogel kann direkt fliegen. Wird einfach aus dem Nest verjagt. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir guten James rein, damit er mal sein neues Haus erkunden kann. James, da sind auch keine suspekten Krähen drin. Keine Angst. Immer rein da. Und die gute Tapete, das ist der Stoff, den wir wollen. Das markieren wir natürlich. Schön, dass das hier jedes Mal eingeblendet wird. So, mal gucken, was als nächstes passiert. Oh, Sommer. Das ist jetzt ein paar Monate später. Der Onkel. Und sehr dramatische Musik. Gefällt mir. Okay, das Fenster ist abgeschlossen. Jetzt würde ich sagen, geht das Spiel mal so richtig los. Und hier haben wir die Wanderboom-Brüder. Reiß mir das Bild ab. Ich wollte schon immer hier ein anderes hängen haben. Oh. Ja, ne? Hier sehen wir so ein paar Dinge, die wir sammeln müssen. Das wird bestimmt nicht tödlich ausgehen. Okay, Hände. Okay, hier brauchen wir irgendeinen Code für. Was haben wir hier? Ein Holzstück. Eine Uhr. Brauchen wir wahrscheinlich eine Zeit. Yep. Würde sagen, schließen wir erstmal das Fenster auf. Okay, dieser Schlüssel ist nicht fürs Fenster. James, mein Guter, wie sieht's aus? Woran denkst du? Ah, er will Feuer machen. Aber das können wir nicht einfach so mitnehmen, ne? Nee. Wir brauchen mal wahrscheinlich eine Axt oder so, hauen wir es noch klein. Oh ja, wieder eine Kommode! ich glaube, an der Stelle sind wir leider nicht mehr so der Zimmerservice. Wir sind, glaube ich, mehr so ein stiller Beobachter, weil ich glaube, James wird es merken, wenn hier irgendjemand rumstreunern würde. Da ist die Axt! Jawoll! Hey, James! Vor allem dieses Geräusch, dieses dumpfe Geräusch, als ob ich ihn mit der dumpfen Axtseite schlage. Ja, hier sieht man die Spenden der Familie. Hey James, wärst du so gut und was können wir in James klauen? Das Herz steht da so im Vordergrund. Aber wir haben ja gehört, dass der gute James eine Familie gründen soll. Da können wir ihn nicht einfach umbringen. Wir sind hier ja schließlich nicht im Hotel. Ey, noch ein Schlüssel. James war gut. Er ist eingeratzt. Er ist einfach eingeratzt. Na, wovon träumst du? Oh, von einer Dame. James ist ein guter. Das ist ein richtiger Charmeur. Oh. Das sieht hier ja nett aus. Also oben rechts. Mitte. Kann ich es mir merken? Ich glaube ja. Nein. So. Hey, und was haben wir hier? Eine Uhrzeit. Okay. 8.25 Uhr. Stellen wir mal die gute Uhrzeit ein.
So, 8 Uhr. 25. Ding dong, James, Zeit zum Aufstehen. Hallo, Mr. Crow? Schlag die Uhr mit der Axt auf. Oh Gott. Da hat Mr. Crow bestimmt nichts Seltsames unternommen. Meint ihr, das ist Mr. Crows erstes Opfer? Ah, das ist der Onkel. James? Was sagst du dazu? Ah, der Ratz da. In aller Seelenruhe hat er nicht mitbekommen, dass da eben ein toter alter Mann aus seiner Uhr gestürzt ist. Es tut mir leid um die Uhr. Um den Mann natürlich auch. Komm, wir trommeln jetzt mal eine Runde. Lecker. Ich hab ihm den Nippel abgeschnitten. Ah, ich will da nicht reingucken. Ach Gott. Ah, ja, komm, wir nehmen sein Herz. Schnell raus da. Kann ich wieder in den Nippel reinkriechen, theoretisch? Nee. Man hat ihn einfach wieder draufgesetzt. Okay. Okay, Onkel, ich habe seinen Namen vergessen. Hat man seinen Namen erfahren? Ich glaube nicht. Er war auf jeden Fall auf dem Foto da. Hey, und wir haben die erste Spende. So, machen wir noch eine Mission. Oh, jetzt spalten sich hier auch die Wege. Das ist sehr interessant. Ja, eine Mission ist noch drin. Und da James von der guten Dame geträumt hat, würde ich sagen, hier stehen übrigens die Missionen. Wir haben 33, drei haben wir schon erledigt. Ich würde sagen, lernen wir die gute Frau mal kennen. James, zeig uns Mary. Oh, 5 Jahre später. Aber warte, 5 Jahre? Die Liebe finden. Okay. Hallo, ihr beiden. Na, junge Frau? Ist es wirklich Liebe? Ich denke mal. James kaum sein Taschentuch. Schicke Fliege? Es ist eine sehr schicke Fliege. Zeig mal, was hast du da? Oh, nichts. Jetzt vielleicht ein Taschentuch? Na, gucken wir uns um. Die Rose nehmen wir mit. Die kann James der guten Dame schenken. Hallo? Irgendeine Krähe? Kannst du weggehen? Ich hätte gerne den Schlüssel. Nein? Willst du bleiben? Okay, akzeptiere ich. Ist hier in dem Pott was? Nein. Geben wir der guten Frau einfach mal die Rose. Hey, wie hieß sie nochmal? Mary. Ich wollte sie gerade Rose nennen. Mary? Viel Spaß damit. Los, riech dran. Na? Wie riecht sie? Oh Gott! Du sollst dran schnuppern und dir nicht die Stacheln da reinwämsen? Und James guckt so rüber so, was hat die denn da gemacht? Leicht beunruhigt. Naja, wischen wir das Blut mal ab. Hey James, du wolltest doch was schreiben. Ah. Weißt du, was romantisch wäre, James, wenn ihr den Brief mit ihrem Blut schreibst? Ja, genau. Oh, es ist ein Antrag! Es geht direkt mit einer Hochzeit los. Das ist ein guter Anfang. Ich dachte schon, der Onkel, der tot aus dem Schrank kippt, ist gut. Aber nein, 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 nein. Und zwar eine Uhr. Das ist der Stoff, für den ich hier bin. Im Hotel... Das mit Mr. Bohr, es war schon gut, aber jetzt haben wir hier eine wahre Seifenoper. Ein Wurm! Wie sie so zu ihm rüberrückt. Das heißt doch ja. Oh, sie will einen Ehering. Ja, an der Stelle würde ich sagen, holen wir uns den Schlüssel. Das Spiel ist aktuell ja noch sehr einfach. Ich bin schon gespannt auf die späteren Parts, wo ich möglicherweise verzweifeln werde. Kommt das ein oder andere mal vor? Ich sag nur das Wasserrätsel. Gute Zeiten. Oh. Wem gehört diese Hand? Was war der Onkel für ein Typ? Ja, jetzt war echt. Er hat in seinem Garten irgend so eine Hand dran genagelt. Aber danke für den Ehering.
Oder ist es vielleicht die Hand des Onkels? Meint ihr, James hat kranke Dinge mit der Leiche getan, nachdem er sie nach seinem Nickerchen entdeckt hat vor 5 Jahren? Möglicherweise. Na gut. Geben wir Mary den Ring. Eigentlich sollten wir ihn James geben, dass er niederknien kann, aber sie ist trotzdem glücklich. James ist einfach ein Romantiker. Es ist Liebe. Hey! Und wir haben Mary im Familienstammbaum. So, und daran, wie hoch die hängen, sollte man, glaube ich, auch erkennen, wann es spielt. Klicken wir einfach mal so testweise drauf. Das hier ist 1870 und das wäre 1867. Okay, okay, meine Theorie ist hinfällig. In der nächsten Folge machen wir mit der Geburt weiter. Ich freue mich sehr darauf, weil, was will man mehr? Wir haben jetzt hier schon so ein leichtes Liebesdrama, und mit Liebesdrama meine ich so eine leichte Liebesgeschichte erlebt. Und anscheinend hat der gute James Mary geschwängert. Seid gespannt auf die nächste Folge, wo wir Kinder gebären werden.